Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, in der heutigen Folge werden wir uns um so verschiedene Sachen kümmern. Wie zum Beispiel werden wir versuchen, mal hier ein bisschen klar Schiff zu machen, den Keller weiter auszubauen. Was gibt's denn sonst noch für schöne Sachen zu tun? Wir wollen die Goggles of Revealing noch bauen. Wobei, ich hole mir mal ganz schon mal ein bisschen ein paar Sachen für den Keller. Nein, ich weiß, was ich komplett machen will. Das sehe ich gerade, wo ich hier auf meinen Zettel klicke. Ich will den Minimum Stone mal ganz kurz gebrauchen. Wir brauchten für die Powered Armor noch etwas Kaktusgrün. Und zwar funktioniert das super. Ich werde mir jetzt noch ein paar rote Pflanzen besorgen. Oh, hier sind noch ein paar Saplings vom letzten Mal, vom Baumfällen. Hier hinten sind noch ein paar. Wunderbar. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ja, ich denke mal, so viel Kaktusgrün, obwohl. Man weiß ja nie. Vielleicht sollte ich mir noch ein bisschen Bone Meal holen und noch ein paar machen. Jetzt komme ich hier schon nicht durch die Tür durch. Das ist echt schlimm. So, wo haben wir denn Bone Meal? Bone Meal, haben wir hier noch irgendwo was? Haben wir noch was? Wir haben auf jeden Fall Bones, haben wir noch. Dann mache ich mir jetzt was. Ich weiß, ich kann es durch den Mercerator jagen. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr. Aber für die Schnelle geht das auch so. Hier ist noch eine rote Pflanze. Da ist keine. Hier ist auch nichts. Da haben wir wieder eine. Fall aus Rot kommt direkt raus. Dann brauchen wir nicht so viel hin und her ändern, um machen, tun, sein, werden, haben. Wie man es auch gerne nennen möchte, wie das Ding hier funktioniert. So. Na, kein Rot mehr hier. Gibt's ja gar nicht. Das ist ja schlimm. So, wenn wir da nochmal gucken, ob wir da noch ein bisschen Rot vielleicht kriegen. Hier noch einen. Die drei brauche ich jetzt mal auf. Ist egal, was passiert. So. Da ist schon mal nichts bei rausgekommen. Da ist auch nichts bei rausgekommen. Und last but not least ist leider auch nichts bei rausgekommen. Okay. Was soll's? Wir haben ja genug Pflanzen bekommen. Zack, nehmen wir euch auch noch mit. Ist ja egal, falls wir die Farben mal brauchen. Tür zu. Einmal ganz kurz hinlegen, pennen. Ja, ich komme direkt gerade vom Public Server. Wir sind ja gerade tierisch am Arbeiten dort. Und es macht auch ziemlich viel Spaß. Also ich habe ein komplettes System jetzt für den Energiekauf unseres städtischen Kraftwerkes gebaut. Mit einem schönen Computer und einem Touchscreen. Ich glaube, da mache ich nochmal ein Video zu, wie das aussieht. Also natürlich nicht innerlich, also das Programmiertechnische, weil das möchte ich ungern zeigen. Aber wie das Ganze so funktioniert oder funktionieren soll. Dazu dann aber dann in einem speziellen Video. Das sollten wir jetzt hier nicht im Let's Play machen. So, erstmal die ganzen Sachen zurück. Das Cactus Green brauchte ich für das Modul, genau. Für das Solarmodul aus dem Helm. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir es eigentlich auch gleich craften. Nee, das Solarpanel haben wir schon hergestellt. Ah ne, wir wollen noch Control Circuits, genau. Circuits, schreiben wir mal. Die Dinger brauchen wir da. Ja, Control Circuits. So, etwas Glowstone, etwas Gold. Redstone, das Cactus Green. Kriegen wir alles hin, okay. Gold muss ich mir gleich von unten holen. Das Cactus Green so. Dann brauchen wir noch etwas Wiring. Das haben wir, glaube ich, hier. So. Und dann gucken wir mal unten, etwas Gold noch kriegen und finden und tun. Ja, haben wir noch einiges an Gold hier. Das ist schon mal super. Ah, das war so. Was fehlt jetzt noch? Redstone. Gucken, haben wir noch hier ein bisschen. Na, so ein kleines bisschen haben wir noch. Sonst müssen wir da mal im Keller nachforschen. Ich glaube, zwei Stück brauchten wir. Dann könnten wir das Modul schon mal in den Helm einsetzen. Nee, das war falsch. Das eben suche ich. Install. Wunderbar. Die Batterie hatten wir auch schon drin, glaube ich. Ich glaube, dann laufe ich schon mit dem Helm ein bisschen rum. Dann können wir schon mal ein bisschen Energie sammeln. Bietet uns jetzt natürlich keinen Schutz. Aber ist egal, dafür sammeln wir schon mal Energie.
Den Endertank, die Endertanks lege ich irgendwo unten mal rein. Ach, hier wäre ja noch Bone Meal gewesen. Naja, gut, okay, was soll's. Darkside Quarium. So, ich will diese Wände hier, will ich jetzt mit Marble Bricks verändern oder ja, umändern. Und dafür gibt es einen schönen Wand. Jetzt habe ich natürlich das Somanomicon weggeworfen. Den Wand of the Apprentice, nee, falsch. Wand of the Exchange oder so heißt der, glaube ich. Den müssen wir mal ganz kurz gucken. Dort haben wir den guten normalen Wand und wir wollen uns den hier bauen. Nee, Wand of Equal Trade, genau. Dafür brauchen wir die Wii Shards. Wir brauchen etwas Instrumentum und ein bisschen Permutatio. 4, 3 Wii Shards haben wir hier. Ein Stick bräuchte ich. Nee, wir bräuchten noch so ein. Nehmen wir hier wieder ein Erd Shard, ein Golden Nugget, ein Stick. Ja, der ist ja gerade voll. Nehme ich einfach den hier mal ganz kurz. Habe ich das Ding hier eigentlich jetzt so voll gemacht? Das kann raus, die können da drin bleiben. Die müssen wir ja woanders hinpacken, so. Wo sind denn die Sachen jetzt hingefallen? Habe ich wieder eingesammelt. Gut, gut, gut. Habe ich keine Sticks mehr? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja richtig schlimm. Sticks, so. Jetzt habe ich kein Holz mehr natürlich. Ist mir jetzt egal. So, einen Wand. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir noch Instrumentum. Da mache ich mir jetzt einfach mal eine Schaufel. Ich weiß nicht, ob wir noch so viel... ja, 4 Stück sitzt da genau drauf. Und wir brauchen... jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wir brauchen Permutatio 16. Das ist natürlich interessant. Uiuiuiui. Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viele Seeds, dass wir das hinbekommen. Ah, doch, da haben wir noch was. Oh, wunderbar. 16. So. Lege ich mir das mal hier alles zurecht. Bring das mal nach unten. Da muss ich jetzt mal ausprobieren, überhaupt wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber wir kriegen das wohl bestimmt spielerisch heraus, wie wir das Ding zu bedienen haben. Hier muss ich das, glaube ich, reinlegen, war das, ne? Ja, dann legen wir das so hier rum. Hier ist ja Wasser drin, ne? Ja, wunderbar. Dann geht das hier nämlich auch mal wieder raus. 16 von denen, einen von dem hier. Und dann ist hoffentlich das hier genügend drin. So, und da haben wir's. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Steine, die wir traden wollen, im Inventar haben. Marble Brick. Nehme ich noch ein bisschen Marble hier raus. Mache daraus dann mal Marble Bricks. So. Hier haben wir noch Marble. Ich glaube, jetzt haben wir alles Marble Bricks. Jetzt ist die Frage, wie das Ding funktioniert. War das so? Ne, wir brauchen das, glaube ich, so, ne? Und dann können wir... Oh ja, oh ja. Alter, wie einfach wird das denn jetzt, bitte? Ah, wie cool. Das ist so mega awesome. Es ist so awesome. Macht er das da jetzt auch hinter? Mal gucken. Nö, okay. Ah, da hat er mal eingesetzt. Naja, gut. Das können wir, glaube ich, verkraften. Dafür brauchen wir jetzt nicht alles hier abholzen, sage ich mal. Sondern einfach einen Rechtsklick und wir können die ganzen Wände damit schön verändern. Wie Imba das hier aussieht, einfach nur. Krass, krass, krass. So, hier machen wir das nochmal ganz kurz per Hand weg. Ich glaube, den Torbogen mache ich dann auch schon mit Darkside Quarium. Die machen wir noch so. Ja, ist schnell aufgebraucht, so ein Ding. Also jedenfalls, was was die Marble Bricks angeht, dann. So, so. Löcher noch eben ganz kurz vollenden. Ja, das ging doch fix, oder? Das hat sich doch jedenfalls richtig gelohnt. So kann man das öfters machen, denke ich. Jetzt sieht das Ganze doch schon viel schöner aus. Dann machen wir jetzt auch gleich schon das andere, was ich ändern wollte.
und ich schon, glaube ich, tausendmal versprochen habe und jedes Mal sagt mir irgendjemand, dass ich das ändern soll. Ich möchte keinen angucken. Und zwar, dass ich unten die Kisten zusammenlegen soll. So, aber jetzt mache ich das wie folgt. Ich werde die Kisten jetzt abbauen. Und zwar das ganze Zeug natürlich hier aufsammeln. So, haben wir alles erwischt. Zwei Kisten, ja. Ich werde die Kiste jetzt einmal upgraden noch. Ich weiß, es reicht eigentlich, wenn wir sie eine Eisenkiste hier haben. Aber sei es drum, wir haben gerade ein bisschen Gold. Machen wir uns eine Goldkiste draus. So, und wo lassen wir uns das mal hintransportieren? Wollen wir das da lassen oder wollen wir das hier irgendwo hinmachen oder da irgendwo hinmachen? Oder wollen wir das vielleicht sogar in diese Etage hier hin machen, dass wir sagen, wir setzen die hier hin. Wäre aber ein bisschen blöd, weil dann können wir das da gar nicht von unten reingreifen. Nee, dann machen wir anders. Ich setze die erst einmal. Wo setze ich die hin? Schwer, schwer. Ich glaube, ich setze sie. Ich lasse sie da. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die hier können wir jetzt wieder abbauen. So, den baue ich auch ab. Wobei ich baue die alle ab. Ja, nicht alle, aber fast alle. Weil ich da auch ein paar Golden Pipes einfach hinsetzen wollte. Die ich ja beim letzten Mal, sehr schlau wie ich war, gegen ohne Erfahrungspunkte ausgetauscht habe. Wo ich mich dann hinterher gefragt habe, warum hast du das überhaupt gemacht? Du wolltest die ja noch gebrauchen, ja. Gut, haben wir uns schnell wieder gecraftet, war ja jetzt hier nicht so ein Thema. Haben wir drei Erfahrungspunkte für gelassen. Und ich brauche noch eine Eisen, das wäre auch nicht schlecht. Denn, ja, die sollen ja nicht wieder zurückfließen. Eine Wrench nehme ich mir noch mit, ganz kurz. So. Dann sind, glaube ich, auch alle zufrieden, dass ich das hier hinten geändert habe, mal endlich. So, jetzt brauche ich erstmal die Eisen. Die Eisen müsste dann hier hin. Und dann werden wir das mal, ich denke mal, komplett mit Gold einfach hier upgraden. Und in so rum müsste das korrekt sein. So, dann hier das ganze Zeug wieder rein. So. Alles drin, hoffen wir mal. Ja. Was wir jetzt noch machen ist, uns natürlich das von oben vergessene, die oben vergessene Marble Bricks wieder mitzunehmen. Ah, ich würde hier mal ein bisschen davon rausnehmen und hier die Pipes reinschmeißen. So. Dann covern wir das hier noch eben ab. Dass wir da nicht immer gegen angucken müssen, dass hier so ein blödes Loch ist. Zack, zu. Und ich hoffe, alle sind zufrieden. So, jetzt brauche ich mir noch ein paar. Brauche, nee, jetzt baue ich mir noch ein paar. Die Steine sind oben. Das ist ein bisschen blöd. Stones, die haben wir hier. Ach, schon wieder dunkel. Ups. So wollen wir das nicht. Einmal ganz kurz hingelegt. Ich wollte mir auch noch die Axt, glaube ich, bauen von Stormcraft. Fällt mir gerade so auf, wo ich hier auf meinen Zettel gucke. Einen Augenblick. Jetzt hatte ich schon wieder total vergessen, was ich machen wollte. Wie geht denn sowas? Ich habe mich hingelegt und ich habe schon wieder vergessen, was ich will. Das waren doch jetzt nicht mal 3 Sekunden. Gut. Ich packe erstmal Zeug weg. Ach ja, die Stone wollte ich. Genau, jetzt weiß ich, was ich wollte. Schlimm. Echt, wenn man Let's Play, dann vergisst man einfach Sachen innerhalb von Sekunden. Das ist wie, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Von null auf nichts ist es auf einmal weg. So, Stein wollte ich hier hinpacken, denn ich wollte mir daraus Stone Bricks bauen.
so viele wie es geht. Und mit den Stone Bricks und den Rest Dark Cyquarium wollte ich mir noch ein paar Dark Cyquarium Bricks bauen. Die wir dann schon mal wieder hier, im Prinzip kann ich es auch so machen, aber eigentlich kann ich das schon so machen, ja. Da habe ich recht. Machen wir es dann hier so. Zack. Zack. Okay, das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil wir schon leer sind. Naja, gut, okay. Haben wir wieder ein bisschen vom Raum erweitert. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So, hier wollte ich einen Tank reinbauen. Es war natürlich klug, die Steine da abzubauen. Verdammt, so. Ja, dann muss ich sie doch nochmal eben schnell wieder abbauen. War nicht so klug, wie ich es vermutet hatte. So, wenn wir uns die nochmal ganz kurz hier holen. Schade. Und zwar will ich die, den Tank, wie will ich den denn bauen? Das wäre jetzt noch eine gute Frage. So. Ich werde jetzt mal ein bisschen was ausheben hier. Das wäre ja schon fast viel zu groß, aber nee, ich muss noch einen breiter machen. So. Und zwar werden wir jetzt die hintere Seite werde ich mit Bricks machen und die vordere Seite werde ich anders gestalten. So, haben wir noch ein bisschen geschmolzene Blöcke? Nee, haben wir leider nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, was der Wealth, also der Tank da benötigt überhaupt. Wir brauchen okay, mit Redstone und 4 Dinger. Davon brauchen wir aber auch 4 Stück. Kriegen wir auch 4 Stück raus. Okay. Ein Eimer und ein paar Iron Bars. Okay, das ist nicht so ganz so schwer. Das heißt also, ich müsste mir mal ganz kurz noch ein bisschen Cyquarium einschmelzen. Ja, genau. Und etwas, einen Redstone müsste ich mir mitnehmen. Und ich muss mir noch Iron Bars bauen. Ein bisschen Redstone nehme ich mal mit. Iron Bars. Ich hoffe, ich habe unten noch ein bisschen Eisen. Ansonsten muss man auch noch was einen davon einschmelzen. Das ist Silber. Wir haben ja gar kein Eisen mehr. Dann mache ich mir vielleicht gleich aus Gold noch ein bisschen Eisen, wenn das klappt. Ich habe echt kein Eisen mehr. Schlimm. Das ist echt schlimm. So, mal ganz kurz geguckt, ob das klappt. Man weiß ja nie. Nee, klappt schon nicht mehr. Super. Kein Eisen mehr, kein Eisen mehr. Hatten wir Iron Bars? Wir hatten noch 2. Super, das reicht natürlich gerade nicht. Wir haben noch den Enchantment Table, wo wir uns notfalls noch irgendwie Eisen mit beschaffen können. Wir brauchen genau 6, ne? 6 sind genau ein Eimer. Wo haben wir denn unsere Eimerchen? Hier haben wir sie. So, dann opfere ich jetzt mal einen Eimer. So, hol mir da mal ganz kurz die 3 Eisen raus. Das ist ja echt merkwürdig, weil wir nicht mehr so viel Eisen haben. So, 16 sind natürlich wirklich viel zu viel. Den Eimer brauchte ich. Cyquarium schmilzt sich gerade unten ein. So, davon haben wir jetzt schon 2, 3, 4 brauche ich. Falsches Ding. Hier müssen wir hin. So, die 4 wieder in die Ecke. Dann mit den Blöcken müssen wir so. Und etwas Redstone bekommen wir 4 von denen. Die legen wir so mit den Iron Bars so. Und ein Eimer in die Mitte bekommen wir 4 von den Wealths. Okay, ich brauche bloß 2 Stück. Das ist schon mal gut. Haben wir noch ein bisschen was gespart. Und ich brauche noch. Wo haben wir denn diese Wasserteile? Die haben wir doch auch irgendwo hingelegt. Dort, davon brauche ich auch einen. Ich nehme noch mal ganz kurz einen Eimer mit, beziehungsweise hier nochmal 2 Eimer mit. Um euch einfach zu zeigen, was ich damit vorhabe da unten in unserem schönen Cycraft-Raum.
Ja, es zieht sich heute ein bisschen. Kommt ein bisschen davon, dass wir, ja. Wo kommt es denn davon? So, hier das Wasserblock. Dass wir einfach mal auch wieder ein bisschen hier an unseren Räumen arbeiten müssen. So. Eigentlich brauche ich ja nur ein Valve, aber ich hab's, obwohl ja, eigentlich brauche ich bloß ein Valve. Ich weiß gar nicht, warum ich da einen zweiten hinbauen will. Okay. Nehmen wir nur einen. Stone Bricks nehme ich, weil ich dahinter die Wand keine Darkside Quarium verbauen möchte. So. Ah, weil ich den nicht klicken kann. Deswegen wollte ich, glaube ich, nur einen anbauen. Ja. Nee, die sind falsch da. Dann machen wir das doch einfach, würde ich sagen. Wir haben ja vier Stück. Was soll's. So. Die bauen wir aus Stone Brick. Der kann auch aus Stone Brick. Wir könnten das Ganze auch einen tiefer bauen. Dann können wir es hier unten rausholen. Oder wollen wir es da rausholen? Ne, ich denke mal mittig. Es sieht schöner aus. Ja, wir machen das mittig. So, dann covern wir das Ganze hier mit diesen Steinen wieder ab. Ungefähr so. Und hier kommt noch ein Valve hin. So. Einmal rechts geklickt, unser Tank ist fertig, er füllt sich mit Wasser. Und jetzt können wir immer hier einen Eimer rausholen, das andrücken und wir können den Eimer wieder reinlegen und schon ist schon wieder ein fertiger sozusagen drin. Haben wir immer hier Wasser. Wunderbar. Haben noch ein bisschen Darkside Aquarium behalten. Hammer. Dann klatsche ich die wieder hier in die Wand rein. Ansonsten haben wir das hier auch schon mal so weit geschafft, was ich vorhatte. Geht hier auf jeden Fall gut voran. Wir haben diesen Raum fertig. Dieser Raum ist, naja, fertig. Da fehlt uns noch ein bisschen Darkside Aquarium. Da könnten wir gleich mal ganz kurz schauen, ob wir was kriegen. Vielleicht finden. Jetzt fällt mir auch gerade auf, wir haben ganz vergessen, unsere Turtle anzuschmeißen. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, diese anzuschmeißen. Aber wir können mal gucken, ob sie vielleicht ein bisschen Darkside Aquarium gefunden hat. Und könnten mal ein bisschen ausleeren gehen. Ich denke mal, das ist keine ganz so schlechte Idee. Und ich werde mal den Wand mitnehmen. Wartet mal ganz kurz. Das war ja die Idee von euch, ne? Also es ist nicht meine Idee, sondern eure Idee. Nee, das machen wir nicht. Machen wir mit dem normalen Wand, glaube ich. Machen wir, glaube ich, mit dem normalen, genau. Ist wahrscheinlich viel schöner. So. Gehen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen Darkside Quarium finden. Ich bräuchte noch ein paar Fackeln, damit wir es hell machen können, falls wir gerade mal nichts sehen. Oh, hier ist gerade Lava. Ah, die Turtle hat es aber zurückgeschafft. Das ist schon mal gut. Tungstenohr, ganz kurz sortieren, Redstone, das nehme ich mit. Darkside Aquarium hat sie auch gefunden, wunderbar. Der Rest ist mehr oder weniger Schrott. Können wir eigentlich hier raus auch rausfeuern? Ah, okay, das geht nicht, weil das nicht so gut klappt. So, machen wir es mal so. Und feuern das einfach mal hier so hin. Und dann leeren wir das ganze System hier schon mal aus. Ah, ja, gut, alles klar. Zack, zack. Alles weg damit. Das mit der Lava ist natürlich ein bisschen ungünstig. Da würde ich sagen, baue ich mir hier mal so eine kleine Plattform, dass mir die Sachen nicht runterfallen. So. Aufstellen kann ich sie ja schon mal, die Turtle. Dann brauche ich beim nächsten Mal im Prinzip nur, ja. So, ich muss ja ein bisschen höher. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin, ne? Ist noch höher? Ja, hier muss ich hin. Dann brauche ich beim nächsten Mal ja im Prinzip nur einmal andrücken. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8. Ist, glaube ich, richtig, ne? Ja, hoffe ich zumindest.
Obwohl, den müssen wir mitrechnen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, war nicht richtig. Die ist richtig. So. So und so. Der kann auch weg. Dann die Turtle. Die kommt hier hin. Was wir aber noch mal gucken können, ist, wie voll die Turtle überhaupt ist. Dass wir beim nächsten Mal eventuell... Ach, verdammt. Da war ja was. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Das können wir ja schon so machen. Wunderbar. Was ich machen wollte, ist mal ganz kurz... Fuel. Nee, Refuel müssen wir machen. Zeigt uns das ja auch an. 101. Okay, das ist ein bisschen wenig. Das heißt also, da müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall nachfüllen. Jetpack ist noch, ja, beunruhigend, würde ich mal behaupten. Deswegen, hier ist Darkseid Corium. Machen wir das mal so. Und so. Wunderbar. Werde ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen Darkseid Corium schon mal organisieren. Oh, das geht aber sehr langsam bloß. Machen wir das einfach mal so. Das geht viel schneller. So, mal gucken, haben wir hier noch irgendwo etwas Darkseid Quarium? Eventuell. Da ist noch was. Oh, das wird gefährlich. Ah, komm, treff. Ja, getroffen, wunderbar. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, hier sitzt ja richtig viel. Cool. Das ist Kohle. Nicht ganz so interessant. Jetpack nochmal kontrollieren. Nicht, dass wir hier abstürzen. Hier noch irgendwas. Hier noch irgendwas. Ich sehe gerade nichts. Was wir noch ganz kurz mitnehmen können, ist Eisen. Da hatten wir auch nicht mehr allzu viel von. Werde ich mir auch mal ganz kurz einstecken. Wenn wir hier gerade schon mal sind... Können wir das hier einfach mal eben hier so als kleine Mining-Tour machen. Da ist auf jeden Fall ein Creeperchen. Und da ist der Creeper weg. Oh, wie schade. Armer Creeperlein. So, Eisen noch mitgenommen. Dann tue ich das gleich schon mal in den Mercerator bzw. in den Furnace rein. Okay, dann müssen wir halt so machen. Das geht ja auch. Wo haben wir das Ding denn? Können wir da schon mit meinen... Super. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hier gucken. Hier ist ja auch noch einiges an Ores, die wir uns einverleiben können. Oh, was war das denn für ein kleiner Leck? So, hier noch die Kristalle mitgenommen. Schauen wir nochmal hier. Hier ist auch noch ein bisschen... wow, der geht aber ziemlich hoch, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so hoch geht. So, da hatten wir noch ein bisschen Darkseid Quarium. Ah, mehr ist dabei auch schon wieder nicht. Kupfer haben wir eigentlich gerade momentan ausgesorgt, glaube ich. Jedenfalls dürften wir da nicht allzu wenig von haben. Nehmen wir noch hier ein bisschen Zinn mit. So, das soll auch schon reichen. Autsch. Ja gut, ist nicht allzu viel. Müssen wir nochmal speziell Darkseid Quarium irgendwann mal farmen. Was essen. Und ja, damit sollten wir wieder zurückkommen. Ohne Gefahr zu laufen, irgendwo abzustürzen. Dann haben wir auf jeden Fall einiges erreicht. Also ja, umbautechnisch sage ich mal wieder. Können wir einmal die Woche immer mal wieder mal machen. Letztes Mal haben wir es ja auch am Sonntag gemacht, wobei ich da ja zwei Folgen rausgebracht habe. Heute leider nur eine. Ist ja auch ein bisschen damit durchbedingt, dass wir ja momentan ziemlich viel an dem Server arbeiten. So, jetzt können wir das ganze System hier mal ausprobieren. Und zwar, das kann hier überall rein. Und das hier kann das hier schon mal bearbeiten. So, wunderbar. Der Rest kommt oben rein. Haben auch gleich noch ein bisschen Redstone bekommen, was wir auch ein bisschen wenig hatten. Das ist schon mal gut. Gut, gut.
Im Prinzip könnte ich diese Kiste auch noch durch die Eisenkiste ersetzen, mal beim nächsten Mal. Kohle haben wir noch hier gefunden. Tungsten. Habe ich das hier reingetan? Na egal, tue ich jetzt erstmal da rein. Die restlichen Sachen noch hier verstaut. Und dann starten wir beim nächsten Mal wieder vernünftig durch. Ich würde sagen, bis dahin erst einmal. Ciao!